Hallo zusammen, willkommen zu meinem Reisebericht für Polen. Ich bin momentan hier in Aarburg-Oftringen. Ich warte auf den Zug nach Olten. In Olten dann umsteigen in den Intercity nach Basel, umsteigen in den Bus und dann zum Flughafen. Der Zug sollte um 19:15 jetzt da sein. Ich mache das jetzt hier so in der Art zum allerersten Mal. Ich bin auch ein bisschen verschwitzt, wenn man vielleicht sieht. Und ich bin krank, Medikamente habe ich aber mit und ja, meine Stimme könnte entsprechend furchtbar sein, auch wenn ich jetzt hier Ansteckmikrofon habe, was hoffentlich seinen Job macht, extra für den Urlaub gekauft. Werde ich jetzt zwischendrin immer wieder mal Berichte machen. Ich würde sagen, das nächste Mal, sobald ich im Intercity in Olten drin bin. Und ja, es ist komisch, solche Aufnahmen hier zu machen, denn die ganzen Leute schauen mir zu. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann denkt man sich nichts mehr dabei, aber so ist ein bisschen auffällig. Ja, freue mich schon. Endziel heute wird sein Krakau. Also erstmal Warschau landen, Warschau, dann Zentralna umsteigen in den Intercity nach Krakau, Direktverbindung über die Strecke nach Tunnel runter Krakau. Ich hätte auch noch die Option mit einem anderen Intercity, wo ich in Boskon nach Polen noch umsteigen müsste und dann runter nach Krakau fahre. Das wäre der frühere Zug, der spätere, der 1924. Das ist mein Hauptzug, der fährt dann über Tunnel runter oder Tunnel, je nachdem, wie ich eine Aussprache. Ja, wird spannend. Und gemäß Planung sollte ich irgendwas um 23:30 oder so in Krakau im Hotelzimmer sein. Das wird ein anstrengender Tag. Wir sehen uns später. Und damit ging die Reise dann endlich los. Da ist meine S-Bahn, mit der ging es dann nach Olten. Olten dann umsteigen, Intercity in den Basel, wie ich es ja schon gesagt habe. Und dabei habe ich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Und dann ist mir da etwas ganz Doofes passiert. Ich wollte nämlich auf mein Handy einen Reiseordner machen, wo ich die ganzen Sachen reinmache. Und anstatt dass ich die Sachen verschoben habe, habe ich sie aus Versehen gelöscht. Als ich das dann in Basel bemerkt habe, war ich dann entsprechend schon mal pissed. Und dachte, ja, geil. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Ja, Flieger war dann relativ voll, da war de facto nichts mehr frei und dann hast du erstmal ja, 2 Stunden lang nichts machen. Gab erstmal 1-2 Bierchen für die Reise und dann habe ich mich schon darauf vorbereitet, dass ich in Warschau ein bisschen meinen Frust ablassen werde. Okay, das ist ein ganz kleines Problem. Ich habe Teil meiner Aufnahmen verloren, die ich in Basel gemacht habe und mit der Hinreise. Ich wollte eigentlich nur auf mein Handy ein paar Fotos aufräumen, beziehungsweise die in den Ordner Polen reinschieben und dabei habe ich Sachen gelöscht. You, sir, are an idiot. Aus Versehen, 1-2 Sachen habe ich wiederherstellen können, aber leider ist ein Teil verloren gegangen. Mal schauen, ob ich später im Hotel noch irgendwie was wiederherstellen kann. Ich bin gerade eben in Warschau gelandet. Jetzt heißt es, das Gepäck abholen. Es ist zappenduster draußen. Und wir machen erstmal Baggage Claim und hoffentlich läuft es soweit alles gut. Also, wir sehen uns, sobald ich das Gepäck wieder habe. Gepäck habe ich schon mal bekommen. Von dem Band da gekommen. Relativ lange, muss ich sagen. Aber immerhin, ich habe jetzt keine 5 Minuten warten müssen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch durch den Sicherheitsbereich, wo ich garantiert nicht filmen kann. Gäbe es noch mal ein bisschen Duty Free. Da hinten, glaube ich, geht's raus. Da hätten wir hier Train, Bus, Taxi und Uber Airport. Wir wollen Zug fahren. Ah. Da geht's raus. So, Zug da lang. Und jetzt ist alles in Polnisch. Und das Erste, was ein Hallo sagt, ist ein Meckes. Okay, wir gehen der Linie hinterher. Einmal Zug. Ich weiß, da draußen hat es einen Raucherbereich. Ich glaube, ich werde da mal kurz eine rauchen. Ich bin so fertig mit den Nerven, sag ich euch. Zuerst in Basel ist mir schon scheiß L-Tone im Rucksack ausgelaufen. Ich hab's Gott sei Dank nur frühzeitig mitgekriegt.
Aber trotzdem scheiße. Why must life be so hard? Why must I fail in every attempt at masonry? Dann war der Check-in total dumm, weil bisher hat er das erst bei 20 Minuten stehen lassen, ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Grund dafür war ja Priority Boarding, aber es ist ja keiner da gewesen für Priority Boarding, also sie haben trotzdem gewartet und dann war erst Boarding. Und dann war es in dem beschissenen Flughafen auch noch arschheiß. Nicht angenehm. Es fängt echt schon gut an. Und das Handy tut auch nicht mehr Quick Chargen, das finde ich auch voll super. Hat einfach aufgehört. Habe ich dann im Flughafen gemerkt. Den Flughafen, Flugzeug. Ich bin froh, wenn ich heute im Hotel bin. Jetzt muss ich nur noch diese Zugfahrt überstehen. So, und da vorne sollten die Ticketmaschinen sein. Da mache ich dann irgendein Standardticket, damit ich dann noch Zachotny oder so fahren kann. Intercity nach München, ich glaube 407 war es. Nachfahrt 1924 nach Krakau. So der Plan. Okay Leute, ich habe das Ticket. Schaut literally so aus, niedlich. Jetzt heißt es ab zum Zug. Ich habe jetzt mal bei dem Mikrofon Noise Cancelling angemacht. Mal schauen, ob das überhaupt einen Effekt hat. Ich sag's euch, das fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, da mit dem Handy so rumzugehen und einfach die Sachen zu filmen. Weil die Leute gucken halt euch halt an, ne? Und macht doch, was macht der da? Was will der? Boah, da sehe ich schon die modernen Kiebel. Jetzt ist noch die Frage, wenn wir hier jetzt mal was sauber geschotten, aber schade, Zentralen, zu Hotten, ja, 18.13, 18.25, wir müssen den dann nehmen. Und die Lackierung kennen wir doch. Und Modlin. Okay. Aufpassen da unten. Okay. Und Ticket entwerten. Ich frage wie. Gut. Wir haben keine Anzeige. Aber da geht eine. Ich würde mal sagen, war rein. Wir kapieren echt. Schön, jetzt sind wir wieder da. Jetzt beginnt das Abenteuer. 1500 Kilometer. Plus, minus. Jetzt erstmal nach Zachotny. Bis gleich. Wir sind endlich da. Zachotny. Komplett neu hier. Und jetzt Baustelle angesagt da hinten. Und jetzt müssen wir dann schauen, wo um 1954 mein Zug wegfährt. Das Bausteigen. Okay, hier drauf doch. Alter, wieder so Spalt hier. Okay. Hey, die Wagen kenne ich doch von irgendwo her. Mal kurz schauen, was wir da für eine Lok haben. Oder besser gesagt, erstmal gucken.
Eine Verspätung. Nee, drei Verspätungen. 15 Minuten, 10 Minuten, Intercity, KM. Oh, schaut euch das mal an. Okay. Aber ja, das ist der neue Bahnhof hier. Wer den jetzt aus Simray kennt, der kennt den jetzt komplett ohne diesen neuen Oberbau hier. Ist einmal komplett modernisiert. Da sind sie noch dabei. Aber hey, lass uns mal kurz gucken, was wir da haben. Aber hier sind der Lackierung auch noch nicht gesehen. Betitelt als EU 47003. KSS-Bahn. Okay, gehen wir mal zurück und gehen mal zu diesem Mittelsteig da oben. Giebel. Und der da Giebel. Kann ich da reinzoomen? Nein, kann ich nicht. EN 750 AL. Da hinten auch nochmal. Die werden wir recht oft sehen. Aber ich schaue, dass wir zumindest auf der Zakopane-Strecke noch ein paar Kiebel sehen, die alte Front haben. Da wurde gesagt, da habe ich ganz gute Chancen dazu. Wir werden sehen. Und mit viel Glück fahre ich mit einem morgen über 3 Stunden dann. Okay. So sieht es dann von hier oben aus. Baustelle. Eine Zugliste auf Papier. 7-9 nach rechts. 1-5 darüber. Und da oben hat es Anzeigen. Und ich schaue jetzt einfach mal, wo meiner ist. 19.54. Auf der Digitalanzeige steht auch noch nichts. Und was sind die mit der Verspätung da oben? Irgendwie hätte ich Spuck auf Meckes. Ich habe den ganzen Tag nicht wirklich was gegessen. 20.48 Tiraspol. Kotzik Matsuwiki um 20.01 Uhr. Da will ich nicht hin. Zu einer 40 Brusco S1, nee. Auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Zug ist. Oh, geil! Da hinten der Baukran existiert noch, mit dem man runterfahren kann zum Meckes. Und die Perron sind hier noch nicht in Benutzung. Ah, schaut's mal. Da kommt er. Okay. Einmal runter. Okay. Hol dir schnell Lift-Ersatzverkehr.
Ja, hier war ich genau beim ersten Mal auch schon. Das ist die neue Eingangshalle, die aber noch nirgendwo hinführt, aber unten drunter ist ein Maggis. Warum muss es jetzt hier scheiß Wetter haben? Da, Maggis. Und Kaffee da hinten. Ja, wird immer mehr mit dem Regen. Ich will mal überlegen, wie ich das mit der Aufnahme jetzt später mache. Maggis. So, und hier. Einmal der Eingang. Und die Gesamtübersicht. Also wir sind da unten. Und das ist gerade der Übersichtsbar mit den ganzen Perons. Und ich vermute mal, wir müssen dann irgendwann, es könnte sogar sein, dass wir auf Peron 9 müssen. Das finde ich mal heraus. Ich gehe jetzt mal kurz essen. Und dann gehen wir zu unserem Peron. Bis gleich. Okay, so wie es aussieht, kommt der Zug auf Plattform 7 an. Und der Wagen, in dem ich drin bin, 358 in diesem Nachtzug, ist wohl der allerletzte Wagen. Wundert mich nicht, dass ich irgendwo am Ende bin und die ganzen Schlafwagen vorne sind. Ich habe sogar mal probiert, ob ich nicht so einen Schlafwagenabteil mir reservieren kann. Aber da alles dicht. Das ist einer dieser neuen Intercity-Triebwagen da. Bin ich einmal ein ganz kurzes Stück Richtung Katowice gefahren mit den Dingern. So, hier kommt erstmal der Intercity 17105 nach Bozen und Glauni. Mit dem Namen Barta. Und danach kommt unserer. Der wird fleißig umgepfiffen. Gehen wir weiter nach unten. Und nur für die ganzen Leute da haben jetzt nicht die Idee, mit dem gleichen Nachtzug zu fahren. Würde ich jetzt nicht so geil finden. Ich würde mal behaupten, der ganze Bahnhof hier, der wird nächstes Jahr fertig. So viel braucht es eigentlich nicht mehr. Und da hinten das sind so Papieraushänge, da kann ich das jetzt nochmal überprüfen, ob das stimmt, dass mein Wagen der letzte Wagen ist. Oh, ich freue mich schon, das Ganze zu editieren. Das wird eine Freude. Vermutlich kann ich die Hälfte der Sachen eher wegschmeißen, weil der Ton nicht geil ist. Okay, schauen wir mal. Cool. Konin, Warta. Der Zug ist da nicht dran. Ah doch. Aber mit einer anderen Uhrzeit. Und 358. War tatsächlich ganz zum Schluss. Ah shit. Jetzt habe ich gerade den Zug verpasst. Ich wollte eigentlich die Einfahrt füllen. Ja, die Wagen kennen wir doch. Okay, und der endet da hinten. Jetzt bin ich hier stehe, habe ich schon mal eine gute Position. Das ist komplett modernisiert, der Wagen. Und das sieht so aus, als hätte er die Modernisierung erst vor kurzem gekriegt. Irgendwo Revisionsdatum. Ach da. 2022. Also noch recht jung, und so sieht er auch aus. Der hintere Wagen genau das gleiche. Und da fährt auch mein Zug eingezogen von einer schwarzen Vectron. Und ich habe mich da gar nicht mal so blöd hingestellt, denn der letzte Wagen, wo ich dann eigentlich rein sollte, war gar nicht mal so weit weg. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Drei, fünf, sechs.
357, 358, das ist da hinten. Wir haben einen Abteilwagen. Okay, jetzt Gas geben. Ich glaube, ich muss da mal ganz nach unten. Und die Vermutung war richtig, es war das allerletzte Abteil. Mein Glück war, dass es nicht allzu voll war. Es waren neben mir noch drei andere drin. Und meine direkte Sitznachbarin, die war noch ganz interessant, denn ich glaube, die war auf OnlyFans entsprechend aktiv. Woher ich die Vermutung habe, sie hat auf ihrem Handy entsprechende Bilder bearbeitet gehabt. Ja, so viel zu dem. Ich habe dann versucht, im Wagen so ein kleines Reisefazit zu machen. Das hat aber audiotechnisch leider nicht ganz so gut geklappt. Es war doch ein bisschen zu laut. Aber als ich da dieses Fazit gemacht habe, ist der Zugchef vorbeigegangen und ist dann gleich extra zweimal vorbeigegangen, um zu schauen, was ich da mache. Ich zeige euch den Clip und danach die Einfahrt in Waskona Polnok. Die waren nämlich auch noch speziell. Ich glaube, ich gehe jetzt dann wieder zurück nach Krakau und kurz vor Mitternacht bin ich dann wieder in Krakau, so momentan der Plan. Ja, ich glaube, die Zeiteinteilung wird nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem, weil ich einfach nicht so viel aufnehmen kann. Ich bin ja gerade am Ende vom ganzen Zug. Ja doch. Ich habe jetzt dann nur auf die fettere Weiche jetzt hier gewartet. Wenn sie schon einmal wirklich da sind. Ja, wir sehen, dass wir nicht sehr viel sehen. Nachtaufnahmen sind scheiße. Ho! Das war eine EP09. Das waren aber auch interessante Wagen. Das ist die Frage, ob man dann. Ist ja kein Bahnsteig hier, ne? Das ist alles dunkel. Ich will ja nichts sagen, aber. Wir haben angehalten und neben uns ist kein Bahnsteig. Ja. Cool. Schade. Das geht also auch. Ich geh mal kurz auf der Seite raus. Ah, man sieht's nicht. Der Bahnsteig. Ah, nein, man sieht's echt nicht. Der ist. Da so schräg nach dahinter. Kamera fokussiert natürlich nicht. Scheiß Gegenlicht. Da, man sieht jetzt ein bisschen. Unser Zug ist zu lang. Oder? Der hat beschissen angehalten. Ich könnte aber die Tür aufmachen. Mach ich denn? Oh, wir rollen wieder. Ne, da ist der Bahnsteig. Da ist er ja. Ich glaube, wir fahren wieder. Ja, wir fahren wieder. Okay, also die letzte. Oh, da ist die Security auch rausgestiegen. Die war die ganze Zeit hier am Ende vom Zug. Ja, und bei diesem Fail soll es auch nicht bleiben. In Micho haben wir dann nochmal gehalten und da ist genau das gleiche passiert. Der letzten Tür war kein Bahnsteig da. Der Bahnsteig war so ungefähr 20, 25 Meter weiter rechts. Und ja, dann war es nicht mehr lange, dass wir dann endlich in Krakau angekommen sind. Ach, der Sound. Schon, ne?
Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal auf Discord gehört. Ey, wir sind endlich in Krakau. Ich habe meine Station, ehrlich gesagt, so ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ja. Das dürfen wir dann wirklich in Seamrail eventuell steuern? Auch das Farbdesign ist interessant. Aber hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, die Anzeige da oben sind auch schon aktualisiert. Steigen ein Haufen Leute hier aus. Aber so wahnsinnig viel los ist, glaube ich, zugtechnisch jetzt nicht mehr um die Uhrzeit. Hinten steht noch ein Regio. Irgendwann für das Gleis dort links. Hier wird nichts mehr angezeigt. Davon das Gleis links nichts mehr. Und dahinter beim auf beiden Gleis. Oh. Wasserbrunnen. Schon mal für die Signalfans. Hier, es gibt T3. Wo ist der Ausgang hier? Irgendwo Fahrtrichtung rechts ist mir. Ich muss da nochmal auf Google Maps nachgucken. Da hinten fährt ein Kiebel ein. Ist das ein neuer oder alter Kiebel? Also, ich kann mal gucken. Bitte fahr auf dem Gleis ein, dass ich jetzt hier ganz gut sehe, da hinten. Das ist der Kiebel. Ach, ganz dahinter. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird man vermutlich auf dem Bild nicht ganz gut sehen können. Es ist ein Original Kiebel. Just what I've been waiting for. Oh mein Gott. Scheiße, man sieht ihn jetzt ganz schlecht. Es ist ein Original Kiebel. Ach, wie geil! Ah, Zukunftsbarbucher. Versuchen wir reinzusuchen. Beziehungsweise machen wir kurz die Aufnahme zu. Schauen wir, ob ich ein Foto machen kann. Ja, ich konnte genau ein Foto machen. Dann ist der nächste Kiebel eingefahren. EN 57 2024 mit modernisierter Front. Aber immerhin EN 57. Geil, Abgang ist gesperrt. Ah, wie cool. Nach Trezzebina oder so. Hat der Schierfahrt gemacht. Mit den alten Stromabnehmer noch. Ja, hoffentlich fahre ich morgen mit so einem Kiebel. Das wär's. Der hat die Revision 23 gekriegt. Ja. Ich will natürlich nicht vergessen, Klopapier mitnehmen. Ja, geil. Ich kriege CD2 Vibes hier, wenn ich das sehe. So. Wie komme ich jetzt von diesem Bahnsteig hier runter? Ich würde mal sagen, den Lifter. Und wieder Polizei. Okay, hier sieht es ein bisschen empty aus. Das ist auch ein bisschen spät. Ah, cool. Ich habe natürlich den extra langen Weg genommen. Und ich sehe da links schon wieder Security. Ich werde jetzt mal nicht so offiziell so tun, als würde ich filmen. Kann man aber ein bisschen niedrig halten.
Es war natürlich maximal inkognito mit dem Handy auf dem Selfie-Stick plus das Mikrofon-Plugin am Handy und ein leuchtendes Mikrofon an mir dran und eine YouTuber-Jacke, die nur danach schreit, ey, der macht irgendwelche Aufnahmen. Ja, was ich an der Stelle übrigens noch nicht wusste, ist, dass der ganze Bahnhof mit diesem Kaufhaus da miteinander verbunden ist und dass da unten hier ein absolutes Labyrinth ist und am Anfang ich erstmal so richtig schön falsch gehen werde. Aber seht selbst. Ist der Ausgang. Und nach da oben. Wir sind hier alles am Zuwachen hier. Höchstwahrscheinlich, damit in der Nacht hier keiner rumlungen ist. Oh, geil. Danke. Das ist geil mit dem Koffer. Was ist denn das hier? Ja, ich bin komplett auf der falschen Seite. Tunnel Magda. Es sieht auch interessant aus. Voll Retro-Style. Leute, ich glaube, ich muss mal Google Maps befragen, wo ich eigentlich hin muss. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt hier nochmal komplett auf die andere Seite vom Bahnhof laufen müssen. Weil dieser doofe Bahnhof mit diesem Kaufhaus de facto verschmolzen ist. Und dann musst du durch das Kaufhaus hier laufen. Das da hier. Damit du hier wieder rauskommst. Das ist ein Irrbahn. Das ist das erste Mal, ich weiß. Mein Hotel ist irgendwo da hinten. Gut. Ja, aber schon wieder gute Laune. Oh, da gibt's Food. Das sieht geil aus. Kaufhaus, Bahnhof. Bin mal gespannt, wie das dann im Zimmer aussieht. Okay, ich bin jetzt beim Hotel angekommen. Das ist eigentlich so ein altes Wohnhaus, was sie da auf ihr Hotelzimmer gebaut haben. Und ja, kleine Mini-Room-Tour. Sieht eigentlich echt nicht so schlecht aus. Könnte ein bisschen mehr Licht vertragen. Kleine Selbstbedienungsküche hier. Mit Kühlschrank. Also, ist da was drin? Nö. Aber ich kann mir Tee und so weiter machen. Ich gehe ins Bett. Alles ein bisschen minimalistisch. Fernseher. Und vermutlich eine ganz krasse Aussicht. Auf irgendein Betonbunker da vorne mit einem Baum. Und Abfall da auf der Seite. Aber hey, auf dem Balkon kann man raus rauchen. Das ist schon mal super. Schauen wir mal in den Badcheck. Nee, das ist nicht sauber, das ist mal wichtig. Ja. Ein bisschen altbacken. Okay, da ist der Boiler. Ja. Hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Aber soll reichen für die Nacht und morgen und dann übermorgen geht's dann nach Krakau. Ich sage jetzt mal gute Nacht. Ich mache jetzt heute kein Fazit mehr. Vielleicht morgen irgendwie. Ich muss echt früh aufstehen. Alter, warum muss ich einen Zug nehmen, der morgen so früh losgeht? Ich bin wahnsinnig. Ich wünsche euch Spaß. Ja, und das war Teil 1 der ganzen Reise. Und natürlich geht's nicht nach Krakau, wie ich da gesagt habe. Es war schon echt spät und müde. Sondern nach Zakopane und da sind wir mit dem Kiebel gefahren, da habe ich ganz tolle Aufnahmen gemacht
Wir haben ein Eisenbahnmuseum besucht, Zakopane selber, und dann wieder retour gefahren. Aber das seht ihr alles in Teil 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.